Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers Causality Crossfire CA11 Downforce. Eine sehr schöne Figur von Fans Project. Und ja, diese Figur kam 2013 auf den Markt und sie besitzt einige sehr schöne Gimmicks. Ich muss aber allerdings gleich vorwarnen, diese Figur ist erst ab 16 Jahren geeignet. Und ja, man braucht schon einiges an Finesse, um diese Figur zu verwandeln. Sie ist nicht wirklich was, was man als Spielzeug ansieht. Ja gut, kommen wir aber jetzt erstmal natürlich zu der ganzen Box mitsamt Inhalt. Diese Figur selbst nennt sich Downforce und ist eigentlich ein Pendant zu den alten Stunticon Dragstrap, oder Dragstrip besser gesagt. Und ja, sie ist ziemlich cool mit übernommen worden, bis auf eine kleine Sache, die leider nicht originalgetreu nachgebaut wurde, die ja mittlerweile durch aber einen Dritthersteller geplant wurde, nämlich sie hat nur zwei Räder. Soll sich jetzt bald ändern, indem hier vorne noch ein zusätzliches Rad angebracht wird durch ein sogenanntes Add-on-Kit. Ich bin mal gespannt, wie es dann aussieht. Der Review wird dann natürlich auch folgen, wenn dieses Set dann erhältlich ist. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zur Verpackung. Die Verpackung ist ziemlich klein, aber trotzdem sehr schick. Wir sehen vorne Downforce aka Dragstrap quasi schön abgebildet. Sehr slicky, sehr, wohlgeformt. Sehr schön von den Artworks her. Gefällt mir absolut. Im Hintergrund Cybertron ganz groß. Echt geil gemacht. Wir sehen hier nochmal von der Serie Causality. Crossfire Side Story quasi. Und hier unten sehen wir noch einmal Fans Project 2013 CA11 Downforce. An der Seite sehen wir ihn nochmal komplett, was ich richtig geil finde. Man sieht also wirklich, der Zeichentrickstil ist quasi sehr gut mit übernommen worden und passt perfekt. Und hinten sehen wir noch einmal dann Downforce einmal mit der verschiedenen Beweglichkeit, finde ich sehr gut übernommen. Und einmal natürlich im Automodus und hier unten noch einige kleine Fotos von den Details. Die Fotos hier von den Beinen, finde ich, sind besonders gut gemacht worden. Sie wirken sehr groß und trotzdem passt alles perfekt ineinander. Hier, wie er seine Waffe in der Hand hält. Ja, und den Brustkorb nochmal. Sehr schön auf jeden Fall gemacht. Hat was. Und ja, die Figur sollte oder hat 69 Euro, wie ihr seht, hier gekostet. Ich bin sehr froh, dass ich sie bekommen habe. Ja, und wie ihr hier oben seht, ab 16 Jahren geeignet. Ziemlich krass für einen Transformer, aber ihr werdet auch gleich sehen, wieso. Die Verpackung stelle ich jetzt erstmal zur Seite und komme jetzt zum nächsten Gimmick. Mit dabei ist noch diese schöne Karte, wie wir es auch von TFC Toys kennen. Nur hier leider nur in, Pappe. Also es ist kein Hartplastik, wie es bei TFC Toys der Fall ist. Was ich sehr schade finde. Vorne natürlich auch wieder mit dem großen Artwork und natürlich mit dem Namen. Und nochmal hier unten mit der Adresse. Und hinten ist ein Interview drauf, wo quasi jemand ihn fragt, den Charakter, wie er quasi das Rennen gewinnen will etc. Und dann sagt er immer nur Speed. Ja, Speed. Auf jede Antwort hat er nur Speed. Mehr hat er irgendwie nicht im Kopf. Ja, finde ich trotzdem sehr schön gemacht. Und ansonsten haben wir noch hier die Anleitung, die ich, wie ich zugeben muss, sehr schwer verständlich ist, im Gegensatz zu den Anleitungen von Hasbro. Liegt aber daran, weil die Figur hier eigentlich sehr unschwer zu erkennen ist, in grün gehalten wurde. Die einzelnen Teile, die bewegt werden müssen, sind in anderen Farben gehalten. Ansonsten, ja, schwer zu verwandeln, besonders wenn ich hier unten sehe, in zigtausend verschiedenen Farben. Es irritiert einen sehr. Ja, das ist jetzt vom Roboter zum Fahrzeug. Auf der Rückseite haben wir nochmal vom Fahrzeug zum Roboter-Modus. Was ich sehr lustig finde, hier ist der sogenannte Arm-Modus von ihm. Wenn er mit Diesel verbunden wird, dem großen LKW und dem, dem sogenannten Menasor verbunden wird. Leider nicht mit erklärt. Finde ich sehr schade, aber ich denke mal, das wird dann wahrscheinlich bei Diesel dann der Fall sein.
Ja, und kommen wir jetzt einfach mal zu der Figur. Die Figur ist sehr sleek, sehr schön. Es ist ein, ja, mehr orange-gelb als gelb. Die Räder sind schön ausgearbeitet. Allerdings muss ich auch sagen, hier ist eine kleine Kerbe außen. Nicht irritiert sein, dass hier kaputt ist. Das ist für die Transformation sehr wichtig. Und ansonsten ist dieser Hinterreifen nur ein halber Reifen quasi von der Dicke. Und von hinten ist nur angedacht ein Reifen. Und von vorne haben wir natürlich einen richtigen. Ja, ansonsten unten von der Figur sieht man ansonsten fast gar nichts. Das liegt daran, weil hier wirklich dieses komplette Vorderteil die Arme werden. Hinten sieht man ein bisschen die Beine und den Brustkorb, aber ansonsten ist alles sehr gut verstaut. Auch der Kopf, den sehen wir einmal hier innen drinne, sehr schön verstaut. Die Füße werden quasi die Sitze, finde ich auch sehr schön gemacht. Der Spoiler ist auch sehr schön. Das Einzige, was halt natürlich, weil es ein Dritthersteller ist, nicht hat, sind Decepticon-Symbole. Die müsste man quasi dann über Repro-Labels, bestellbar unter reprolabels.com zum Beispiel, einfach nachbestellen. Werde ich auch definitiv tun. Und ja, kommen wir jetzt einfach mal zur Verwandlung. Vorher allerdings noch ein kleiner Hinweis. Diese Figur hat hier vorne extrem dünne Stäbe, die wirklich extrem dünn sind, also höchstens so dick wie ein Fingernagel. Bitte aufpassen, die sind sehr zerbrechlich. Und ansonsten hier hinten diese, diese Halterung, diese Arme, fallen sehr oft raus. Sind mit Kugellenken hier und hier verbunden und sie lösen sich oft. Nicht deswegen entmutigen lassen, man kann sie sehr leicht wieder anstecken. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zur Transformation. Als erstes lösen wir hier an der Seite die Packs raus. Dann, und jetzt ist mir gerade schon runtergefallen. Hier innen drin sind hier an der Seite an diesen Packs die Waffenteile. Die nehmen wir einfach mal hier raus. Das ist für die Verwandlung essentiell wichtig. Die können wir jetzt quasi auch zu der Waffe miteinander verbinden. So. Dann hat er hier diese kleine Waffe. Man kann natürlich auch vorne ablassen, eine kleine Pistole. Ist aber natürlich so nicht gedacht. Sehr schön allerdings gestaltet. Ja, und die Figur zu verwandeln ist sehr, sehr tricky. Wie gesagt, einmal so. Dann lösen wir hier oben einmal zur Sicherheit die Seitenpanels, damit wir die während der Transformation nicht beschädigen. Die sind hier. In diesen Schlitzen steckt quasi dieses komplette Panel hier drin. Drehen wir einmal nach oben zur Sicherheit. Dann lösen wir hier die Beine nach unten. Was ich sehr schön finde, man kann hier theoretisch wie so einen Flugmodus bauen. Aber egal, weiter im Text. Dann anschließend versuchen wir hier dieses komplette Panel zu splitten. Drehen es komplett zur Seite. So, ziehen hier oben den Kopf raus, mitsamt der Scheibe, die ist quasi hier miteinander verbunden, was ich sehr schön finde. Versuche das Licht anders zu positionieren, damit es besser geht. Meine Lampe will mal wieder nicht. So, wie gesagt, die Scheibe rausziehen, auch bei der Scheibe bitte aufpassen. Ich habe jetzt schon bei sehr vielen gesehen, dass die Scheibe hier komplett einreißen kann. Na, das war wieder die Lampe. Ach, ich liebe es. Wie gesagt, herausziehen und aufpassen, dass es hier nicht bricht. Anschließend werden hier die Füße sichtbar. Die Füße jetzt vorsichtig splitten. Und wenn die Füße gesplittet sind, vorsichtig rausdrehen. Ihr könnt die Füße erst lösen, wenn ihr die gesplittet habt. Vorher blockiert hier quasi alles. Jetzt einfach dann so herausdrehen. Ne? Will irgendwie gerade nicht. So. Einmal die Füße lösen. Jetzt wichtig, die Beine sind, also dieses Seitenruder ist hier auf einem Doppelgelenk. Nach innen drehen. Und bevor man es ganz nach innen dreht, einmal erst hier rum und dann erst nach unten rein. Und vorher, habe ich ganz vergessen, den Reifen nach unten natürlich.
So, und jetzt habt ihr hier, wie gesagt, diese Öffnung und hier habt ihr einen kleinen Pack. Die müssen miteinander verbunden werden. So. Anschließend dreht ihr dieses Seitenteil rum, dreht den Fuß nach vorne und schon ist ein Fuß quasi fertig verwandelt. Das gleiche machen wir jetzt noch einmal hier. Wir lösen hier hinten das Seitenteil ab, drehen dann den Reifen nach unten, so, drehen jetzt das Ganze hier unten rein, drehen hier dieses Gelenk komplett nach unten, wird es hier quasi gut befestigt, drehen den Fuß nach vorne, das Seitenpanel runter und jetzt, sehr wichtig, dieser Reifen hier und der Fuß hat hier ein Pack und hier, wie gesagt, dieser Schlitz, den seht ihr gerade hier. Ich versuche es euch nochmal ein bisschen näher zu zeigen. Dort. Die müsst ihr jetzt miteinander verbinden. So, und dann dreht ihr jetzt einfach den Reifen nach vorne und schon greift es ineinander und der Reifen ist nicht mehr drehbar. Das gleiche noch einmal hier. Ihr dreht so lange den Reifen, bis ihr diesen Pin quasi hier verstauen könnt im Reifen. Einmal so verbinden. Und schon sind die Reifen in den Beinen fest verstaut. Und die Füße sind fertig. Ja, jetzt kommen wir zum schwierigen Teil der Verwandlung. Wir drehen einmal die Arme so nach vorne, dass die Reifen nach vorne zeigen. Das hat den Grund, dass ihr jetzt quasi die Rückenscheibe drehen könnt. Bitte aufpassen, nach links drehen geht nicht. Das heißt, immer mit dem Uhrzeigersinn drehen. Ansonsten blockiert die Scheibe. Den Kopf leicht nach vorne winkeln, damit ist er nicht blockiert. Jetzt einfach nach unten drehen, so. Und jetzt natürlich den Kopf wieder nach oben drehen. So, fertig ist das mit dem Kopf. Jetzt, sehr wichtig, den Reifen nach oben drehen. So, jetzt nach unten winkeln. So. Jetzt dreht ihr hier dieses komplette Seitenruder einmal so erstmal rum. Das macht es alles deutlich einfacher. Jetzt dreht ihr hier dieses Teil einmal zur Seite weg. Dreht jetzt dieses komplette Panel nach oben. Dreht jetzt den Arm nach unten. Holt hier die Hand heraus. Jetzt, sehr wichtig, das Seitenruder. Ich zeige euch das einmal ein bisschen näher. So zur Seite drehen, dass hier dieser Arm quasi hinter der Schulter steckt. So. Jetzt rumdrehen. Und jetzt versuchen, mit diesem Kugelgelenk nach vorne zu drehen. So. Jetzt einmal das Seitenteil hier einfach seitlich befestigen, beziehungsweise nach oben drehen. Und schon ist der Arm Nummer 1 verwandelt. Das gleiche machen wir jetzt hier. Einmal zur Seite drehen. Dann hier seitlich, ihr seht es, diesen Pack nach oben lösen. Nach oben drehen. Dieses Teil nach hinten drehen. So. Rumklappen. Bei mir ist das Problem, dass ihr jetzt hier dieses Kugelgelenk ein bisschen schwieriger bewegen könnt. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Dem könnt ihr nachhelfen, indem ihr halt ein bisschen abfeilt, das Plastik, und dann sollte es eigentlich kein Problem geben. Jetzt dreht ihr das ganze Teil nach oben, dreht die Hand nach unten, dreht jetzt die Hand heraus und schon ist jetzt Downforce aka Dragstrap fertig verwandelt. So, jetzt könnt ihr natürlich die Waffe noch in die Hand geben. Einmal hier vorne. So. Und jetzt könnt ihr quasi ja, die Figur positionieren, wie ihr wollt. Die Bewegung ist einfach göttlich bei dieser Figur. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr habt die Möglichkeit, die Figuren wirklich gut zu bewegen. Ihr habt einmal ein 360-Grad-Gelenk, was ihr einfach komplett rumdrehen könnt. Dann habt ihr hier ein Ellenbogengelenk, ein doppeltes. Die Arme lassen sich seitlich drehen, auch sehr gut.
Die Hände sind auf einem Balljoint. Ihr könnt also die Hand drehen. Auch sehr elegant. Dann das Hüftgelenk ist leider durch die Scheibe hier hinten blockiert. Dadurch nicht mehr wirklich so leicht beweglich, nur ganz ja, dezent. Dann habt ihr hier noch das Oberschenkel, ein Kugelgelenk. Dann habt ihr ein Schenkelgelenk an sich, Kniegelenk. Und hier, was ich sehr interessant finde, ist es gut gelöst worden. Dieses ganze Seitenruder packt in den Schenkel hinten rein. Dadurch könnt ihr zwar den Fuß nicht im kompletten 90-Grad-Winkel stellen, aber es steht. Ja, und unten den Fuß könnt ihr auch noch ein bisschen bewegen. Ist auch auf dem Kugelgelenk. Und dadurch, wie gesagt, könnt ihr die geilsten Posen hinkriegen. Die Figur ist einfach absolut göttlich. Ich empfehle jedem diese Figur zu kaufen, vor allem wenn ihr den Menasor komplett kriegen wollt, beziehungsweise M3. Ja, diese Figur hat für mich im Robotermodus volle 10 Punkte verdient, im Fahrzeugmodus ebenso volle 10 Punkte. Die Figur ist ein wenig detailarm, muss man ganz ehrlich sagen, aber ansonsten sehr schön gemacht. Wir sehen hier die Packs und hier vorne für das Armteil, was quasi in M3 dann dran ist. Die Fahrzeugteile wie die Räder sind sehr gut verbaut. Auch die Füße passen perfekt ineinander. Finde ich, gefällt mir sehr gut. Und ja, es ist schwer zu bekommen. Momentan kenne ich in Deutschland nur 2 Quellen. Ansonsten müsst ihr es natürlich über die USA ordern. Und ich werde die Quellen unten im Infotext natürlich auch nochmal vermerken. Und ja, wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall. Die Figur ist sehr liebevoll gestaltet. Rote Augen, keine Lightpipe-Funktion. Hinten sind nur 3 Schrauben. Ja, silberne Details unter den Leuchten, auch sehr schön gemacht. Die Hände sind sehr gut ausgearbeitet, finde ich gut gemacht, auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, eine sehr schöne Figur. In etwa der Größe einer Deluxe-Figur gleichzusetzen, also nicht Voyager-Größe, wie man es im Normalfall kennt. Und eine Bereicherung auf jeden Fall für jede Sammlung. Ich hoffe, das Review hat euch soweit gefallen. Wenn ja, schaltet wieder das nächste Mal ein. Die anderen Member kommen natürlich auch. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr Kritiken oder auch Wünsche natürlich mir gegenüber äußert. Und ansonsten, wenn ihr mir natürlich ein Abo da lasst, würde ich mich am meisten freuen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Euer Rexford.